Willkommen zu einer weiteren Folge Ellerbach. In der letzten Folge hatten wir hier gemäht. Da habe ich jetzt offscreen die Wiese schon mal zu Ende gemacht. Und es gibt was Neues. Und zwar habe ich mit dem Händler einen Deal ausgemacht. Und zwar verkaufen wir einen unserer Trecker, weil der so ein paar Motorprobleme hatte. Und dafür kaufen wir einen neuen. Oder haben den schon gekauft. Und den werden wir gleich erstmal abholen. Mähen werde ich übrigens dann. Mähen werde ich den Rest der Wiesen. Ja, einmal werde ich glaube ich schon noch beim Mähen was aufnehmen, aber den Rest werde ich bestimmt offscreen komplett machen. Wird denn nicht die einzige Grünlandernte werden diese Saison. So. Stell die Szene erstmal hier hinten irgendwie ab. Okay, erstmal hier hinstellen. Jetzt habe ich den Frontlader so ein bisschen weggeschoben. Na, ist egal. Heckscheibe zu. So. Und zwar wird uns ein Kollege aus der Halle hier verlassen. Und zwar der 6410. Habe ich mich entschlossen, dass der weggeht. Auch ein sehr schöner Trecker, aber von dem ganzen Rest konnte ich mich einfach nicht trennen. Und von daher, irgendwann wird er vielleicht mal wieder zurückkommen. Mal schauen, aber naja. Erstmal wird er jetzt gehen. Sonst hätten wir viel zu viele Trecker bei unserem Hof. Aber darf ich nicht vergessen, der Frontlader geht da auch mit. Der Stoll Super 1. So ein echt sehr schöner Trecker, aber nicht so. Man muss ja auch von Sand trennen können. Kurz ein Bild von dem machen, von dem Kollegen. Und da geht jetzt auf zum Händler. Er hat mal schöne Freunde kaputt fahren und vorrang verkaufen, das ist die richtige Einstellung. Ja, da hat er auch GPS, ne? Mal halt auf dem Acker noch benutzen können, aber naja. Ich versichere, es kommt auch ein schöner. Den wir neu haben dann. Er bringt uns sogar ein bisschen das Geld in die Kasse.
man es mal so sieht, so alt war der 6410 jetzt hier auch noch gar nicht. Also den Trecker, den wir jetzt neu kriegen, der ist sogar noch älter. So, eine um die Ecke. Muss da, jo, hier steht er. Also hier steht ziemlich vieles rum beim Händler. Hier stelle ich gerade fest, aber das ist leider nicht alles unseres. So. Hier der kleine Ballenwagen, der ist noch unser. Oh. Der 13er ist leider nicht unser. Der gehört dem Händler. Vielleicht können wir den ja uns irgendwann mal ausleihen oder so. Können wir eine ganze Fanflotte machen. Aber auf jeden Fall, der hier ist unser. 311er LSA Turbomatic. Mit Stoll FZ30 und hier noch eine Silo-Ballungsgabel. Hier Frontlader-Anbau mit dem Seil hier noch drum. Fronthydraulik, Warntafeln und hier die beiden Ballenanhänger beim Ballenwagen hier. Die gehören auch uns, Ballenwagen. Einmal ein Krone Emsland und einmal ein alter Ölgas. Der Krone ist ein bisschen größer. Ja, und sehr schön, können wir auch einklappen und so. Also wirklich ein sehr schöner Trecker. Kann man nichts anderes sagen, deswegen habe ich mir den auch gekauft. Und ja. Hier zum Beispiel. Kann er ihn einklappen. Und umleuchten kann man da hinten. Steigen wir mal ins gute Stück. Ja, Scheibe können wir mal öffnen. Und das ist echt einer meiner Lieblingstrecker. Also war ein guter Kauf. So teuer war er auch gar nicht. War noch alte Lichter und so. Die Hupe ist. Können wir mal kurz testen. Ja, die klingt schon ordentlich. So, können wir mal anschmeißen. Gutes Stück. Und was ich halt bei dem Schlepper ja auch sehr schön finde, der raucht ordentlich. Jetzt im Stand ist noch nicht so viel, aber wenn wir Gas geben, dann ist ordentlich was. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mit unseren beiden Anhängern vom Händler runterkommen. Schaut euch das an. Was der für ein Rauchschwan hinter sich herzieht. Das ist echt nicht mehr normal.
Dann muss ich mich jetzt erstmal kurz befreien und dann gibt es jetzt kurz einen Cut. Bis gleich. So, ich habe mich befreit und jetzt kann es weitergehen. Können wir mal kurz aussteigen und mal kurz das Foto machen. Oh, das sieht echt krass aus. Joa, hat was. Kann man ja schon mal nicht sagen. Naja, so. Ist halt nur die Frage, wo wir unsere Anhänger hinstellen. Dabei waren. Naja, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich erstmal hier so an der Rennstelle. In der Hoffnung, dass man da trotzdem noch vorbeikommt. Stelle ich jetzt hier mal die Ballengabel daneben. Könnte mal ausklappen so ein bisschen hier. Und park mal mal. So, jetzt haben wir schon zwei Fan, ne, drei Fan bei uns. Alle drei mit Frontlader, meine. Kann man richtige Fanflotte irgendwann nicht machen, wenn wir den 13er auch noch irgendwo kaufen sollten. Naja, mal schauen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Naja, und dann werde ich, glaube ich, jetzt offscreen erstmal hier noch ordentlich mähen. Ich werde es auch mal so machen, dass ich. Ja, ich werde jetzt offscreen erstmal noch ein paar Wiesen mähen. Und das dann vielleicht die letzte nochmal aufnehme. Und wie gesagt, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.